Was entsteht, wenn man abends auf dem Sofa liegt, Fernseh schaut und eine Spezi trinkt? Richtig, Übergewicht. Oder aber auch ein neues Kontaktinstrument, und zwar mein neues Kontaktinstrument Schwips. Ja, benannt nach einem bekannten Spezi-Hersteller. Das hier ist die Originalflasche, die ich benutzt habe. Ich drehe sie lieber um, dass man hier keine Schleichwerbung macht. Auf jeden Fall lag ich da so da und habe so gegen mein Knöchel geklopft. Und dachte mir, hey, geil. Geiler Sound, den nehme ich. Also ab an den Rechner. Nix mit entspannen, sondern wieder mal Musik machen. Also hier ist das schöne Ding. Schwips, das könnt ihr jetzt ab sofort frei auf meiner Webseite www.stagedive-records.de runterladen. Kostenlos. Genauso wie die zwei anderen Kontaktinstrumente, die ich schon gemacht hatte. Einmal eine Flöte. Und einmal die Gitarre, die Diamond Palm Gitarre. So, die drei gibt es umsonst. Auch die Flöte kostet nicht mehr 10 €, sondern ist jetzt für alle Zeiten umsonst. Das heißt, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann könnt ihr mir natürlich über PayPal irgendwas spenden. Da sind dann auch Buttons hinterlegt. Da könnt ihr eine freie Summe eintragen. Müsst aber nicht, natürlich, klar. Würde mich aber freuen. Und was mich noch mehr freuen würde, wäre, wenn ihr auf jeden Fall hier ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Aber jetzt nicht lang rumgefasel, sondern wir hören mal, wie das Ganze klingt. Ich klopfe nochmal. So, dann muss ich natürlich mal schauen, welche Key das ist. Ja, so bei einem E ungefähr liegt das Ganze. Variiert so ein bisschen. Also ich habe 5 verschiedene Samples aufgenommen und die auf jeden Ton gelegt, sozusagen, damit, wenn man einen Ton mehrfach hintereinander spielt, dass nicht dieser unschöne Maschinengewehreffekt auftaucht und jeder Ton gleich klingt. Also man hat eine Variation drinne, es klingt lebendiger und so weiter. Und dann über insgesamt 5 Oktaven programmiert sozusagen, angefangen beim tiefen G. Könnt ihr auch geile Bassläufe machen. Keine Ahnung, irgendwas spielen halt bis hoch zum hohen C. Genau. Dann habe ich mal diese Melodie hier nachprogrammiert. Ihr werdet sie wahrscheinlich eventuell kennen. Ihr kennt sie ganz sicher, wenn ihr sie nachher richtig hört. Aber so klingt die erstmal. Und dämmert's? Ich mache sie mal 2 Oktaven höher, dass ihr hört, einmal wie das Instrument klingt und einmal wie der Sound klingt von dem Originallied. Und kommt euch die Melodie bekannt vor? Das Riff? Vielleicht mit Bass noch? Auflösung kommt natürlich gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr hier alles einstellen könnt. Also, man könnte jetzt direkt mal Hall drauflegen, dass das Ganze ein bisschen breiter wird hier im Plugin. Machen wir den Bass nochmal aus. Bisschen Saturation kann das Ding auch vertragen. Ich gehe da mal wieder ein bisschen runter, dass wir hier nicht taub werden irgendwann. Der Sound gefällt mir schon ganz gut. Ich würde dann ein bisschen die Tiefen beschneiden, so leicht, für diesen Sound jetzt. Ich mach's mal extrem. Und mit dem Low-Pass-Filter natürlich könnt ihr auch noch die Höhen abschneiden. Lasse ich in dem Fall aber mal um. Den Hallraum und die Saturation könnt ihr hier mit dem Bypass-Schalter deaktivieren, um einfach mal den Vergleich zu hören.
In dem Fall mache ich den Hall jetzt aber mal aus, denn ich habe hier auf dieser Spur externe Plugins benutzt. Einmal habe ich den Sound breiter gemacht mit dem Wider. Das ist das Tool hier. Da gibt es, glaube ich, sogar gratis. Infected Mushroom Wider heißt der von Polyverse. Könnt ihr mal gucken. Ich glaube, der ist gratis tatsächlich auch. Sehr geiles Teil. Ich mache hier mal... Genau. Ich habe das tatsächlich irgendwie auf 100%, sagen wir mal, gestellt, dass es schön breit wird. Dann gefolgt von einem Phoenix Verb. Habe ich hier Medium Hall genommen. Bisschen hier noch an den Mixregler gedreht und den Tiefpassfilter aktiviert. Genau, und als Schlusslicht in der Kette natürlich darf das Valhalla Vintage Verb nicht fehlen. In dem Fall mit einer zeitgemäßen Einstellung und einer Decay-Zeit von 5,65 Sekunden, dass das Ganze so ein bisschen flächiger wird noch und ein bisschen mehr Tiefe kriegt. Ja, und so klingt das Ganze. Ich hoffe, ihr benutzt das ganze Teil und auch die anderen Plugins. Und ich würde mich freuen, wenn ich den Sound mal von dieser Spezi-Flasche in einem eurer Songs wiederfinden würde. Das würde mich richtig freuen. Und jetzt kommt es zur Auflösung. Was ist das für ein Song? Ihr habt es schon gesehen im Titel natürlich. Ist ja kein Geheimnis. Hier, so könnte das klingen. Im Original haben sie natürlich einen Synthesizer verwendet. Hier ist es diese Flasche. Aber es klingt schon auch sehr lustig irgendwie. Hört mal rein hier. Freestyler, ne? Da ist er. Das waren noch Zeiten. Die Alten können sich erinnern. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback und immer schön Musik machen. Bis bald. Ciao.